Eine Frage, die wir oft bekommen ist, soll ich lieber einen Dual Boiler, also die Bianca nehmen, oder genügt mir ein Zweikreiser, also beispielsweise die Mara von Lelit. Es ist doch ein gewisser Preisunterschied vorhanden. Was unterscheidet die beiden Geräte oder was ist auch gleich? Gleich ist natürlich die E61 Brühgruppe und viele Details in der Ausführung. Unterschiedlich ist natürlich die Kerntechnologie, zwei Boiler versus ein Boiler mit zwei Kreisläufen. Von den Messungen, die wir machen, ist die Bianca einfach stabiler als jeder Zweikreiser, der am Markt ist. Das ist einfach die Technologie, mit meinem eigenen Brühboiler kann ich viel präziser arbeiten. Also das heißt, wenn ich sehr präzise haben möchte, dann bin ich mit der Bianca und dann lohnt sich auch der Aufpreis. Das Zweite, was wirklich einen Unterschied macht, dass ich bei der Bianca sehr viele Einstellmöglichkeiten habe. Das heißt, die Temperatur wirklich relativ präzise einstellen kann, Präinfusionsverlängerung, ein Pedal habe. Und dementsprechend drei Parameter, mit denen ich mich spielen kann. Brauche ich diese drei Möglichkeiten? Das hängt von Ihnen ab. Wenn Sie sagen, Sie wollen sich ein Gerät kaufen und Sie wollen sich nicht zu viel mit technischen Details oder auch Veränderungsmöglichkeiten beschäftigen, dann werden Sie mit einem Zweikreiser sicher das Auslangen finden. Wenn Sie sagen, nein, Kaffee kann zu einem gewissen Hobby werden, dann wird sich der Aufpreis lohnen und Sie haben mit der Bianca einfach viel mehr Möglichkeiten.